So, liebe Leute, willkommen bei einem weiteren Dinge da draußen. Und beim Winterling habe ich gesagt, es wird auch da wieder was Blühendes dabei sein und ich habe nicht geschwanert. Nur, dass diesmal das Blühende wieder sehr unscheinbar ist, beziehungsweise da gerade am Starten ist. Es wird um Weiden gehen. Vielleicht noch ausgeholt, es gibt zwei Gründe, wieso ich das Video da jetzt einschiebe. Einmal hat mich einer gefragt, ob ich schon was über Weiden gemacht habe, weil die Saalweide fängt bei ihm gerade zum Blühen an. Und ich habe gesagt, naja, habe ich eigentlich noch nicht wirklich was gemacht, weil ich käme mit Weiden nicht aus. Das hat sich auch nicht geändert, ich käme noch immer nicht mit Weiden aus, aber ich erzähle euch, möglicherweise hilft es auch, wieso ich mich mit Weiden nicht auskenne, beziehungsweise was Auskennen mit Weiden für mich bedeuten würde. Das ist das eine. Das andere war, wir haben ja ganz viel jetzt in dieser Reihe schon über Stockausschläge und Wurzelbrut gesprochen und einer hat mir in den Kommentaren geschrieben, ja, jetzt perfekt, jetzt fördern praktisch nur die Kopfweiden oder dass man über Kopfweiden was berichtet und das kann ich in diesem Video jetzt zusammenfassen. Vielleicht einmal, wieso ist für mich schwierig, dass ich sage, ich käme mit Weiden aus oder ich konnte euch jetzt genau sagen, was für Weiden das da sind. Tolle Info, erstens gibt es ganz viele verschiedene Weiden und das nächste ist, Weiden hybridisieren gern miteinander. Das heißt, es gibt Vermischungen zwischen den Weidenarten untereinander und dann kommt ganz gern wieder was mittelmäßig Bestimmbares raus, weil es ja natürlich Eigenschaften von zwei verschiedenen Arten hat. Da zum Beispiel, da sieht man wieder, die Weiden gehören eben zu jenen, die was extrem fähig sind zu Stockausschlägen. Ich würde jetzt sagen, das wird wahrscheinlich eine Bruchweide sein. Wie komme ich jetzt auf das? Weil von dem Knospenbild her kann es ja auch eine Silberweide sein. Seht ihr das? Also diese Knospen, das ist ziemlich weidentypisch, anliegend und so kleine Knospen. Gibt es wieder anders, die Saalweide hat wieder viel größere Knospen. Aber diese Gelbfärbung von jungen Holz, also von der Rinde, würde mich eher zur Bruchweide tendieren lassen, während mich eine rötliche Färbung eher zur Silberweide hin tendieren lassen würde. Aber genau weiß ich es nicht, weil es kann auch eine Mischung sein. So wie so hängende Weiden jetzt nicht zwingend eine reine Trauerweide sein muss, auch Trauerweiden hybridisieren wieder mit der Silberweide. Also das mit den Weiden ist eben bestimmungstechnisch für mich jetzt ein Hund. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung einen Link zu einem PDF-Dokument, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, dass er, natürlich kann man Weiden bestimmen und natürlich gibt es auch mehrere Bestimmungsschlüssel, dass man sagen kann, ja, das wird eine Bruchweide sein oder das wird eine Saalweide sein. Also wenn das genauer interessiert, schaut sich das einfach da unten an. Aber ein bisschen was kann ich ja trotzdem erzählen, weil eine Grundaussage, die was fast immer stimmt, auch da gibt es wieder Ausnahmen, ist, dass Weiden getrennt geschlechtlich, also zweihäusig sind. Also stimmt eh, ist getrennt geschlechtlich, aber ganz getrennt geschlechtlich, nämlich auf zwei Häusern. Heißt eben, es gibt Frauweide und Mannweide. Auch da gibt es wieder Ausnahme, gerade bei den Trauerweiden kommt es immer wieder vor, dass auch in den Blüten doch dann wieder beide Male vorkommen, aber in der Regel zweihäusig. Unsere Pappeln gehören auch zu den Weidengewächse. Zwischen Pappel und Weide gibt es aber dann wieder einen tollen Unterschied, nämlich unsere Weiden sind auf Insektenbestäubung aus und unsere Pappeln sind auf Windbestäubung aus. Bedeutet für die Weiden, Weiden müssen, wenn die wohin das Insekten kommen, auch Nektar anbieten. Also Weiden, Frauweiden müssen Nektar anbieten, dass die Bienen auch bei ihnen vorbeikommen und den Pollen abliefern. Aber die Pappeln, die brauchen keinen Nektar anbieten, weil die setzen auf den Wind. Also das finde ich wieder mal toll. Wie werden sich die Weidenblüte irgendwann, wenn es dann wirklich soweit ist, gut anschauen.
Da werden wir da vielleicht das Bienengeschwumsel und Gewirbsel ein bisschen beobachten können. Also, dies einmal zu dem, wieso ich Weiden schwer bestimmbar halte für mich persönlich und wieso ich eigentlich über Weiden selten was mache, weil ich mich ja eigentlich nicht auskenne. Jenes. Und jetzt zu Kopfweiden. Weiden sind, also Kopfweiden ist keine Weidenart. Als Kopfweide, und ich gehe mit euch dann auch noch weiter hintere, dass man sieht, was für einen Wert Kopfweiden haben, jenseits des werktechnischen Hintergrunds. Kopfweiden sind Weidenarten, und da kann man ja fast alles nehmen, aber hauptsächlich ist die Korbweide genommen worden, also Korbweide, also für die technische Verarbeitung. Die Korbweide ist eine eigene Weidenart, aber auch, weiß ich ja jetzt nicht, Sommer spielen wir die Silberweide, auch die Silberweide eignet sich dafür. Und die sind immer wieder abgeschnitten worden am Stamm unten, was dann dazu führt, dass natürlich neue Ausschläge ausbilden. Und diese Ausschläge sind gut nutzbar, je nach Dicke, und weil gut biegbar und biegsam, zum Korbflechten zum Beispiel. Also je dicker das Ganze ist, desto gröber kann man es einflechten. Also ihr könnt euch vorstellen, solche dicken Äste und Zweige kann man zum Beispiel in Zaunlatten oder in für Zäune einflechten. So ein dünnes Material. Schaut, das zum Beispiel, diese Zweige sind schön rötlich. Also da würde ich jetzt wieder sagen, ja, das kommt fast Richtung Silberweide gehen. Weil rotes Holz, rote Knospen, aber auch da gilt natürlich, kann eine Hybride sein oder kann sein, dass ich mich einfach zu wenig auskenne, dass sofort alles, was rotes Holz hat, für mich eine Silberweide ist. Also das muss nicht stimmen. Aber ihr seht, das ist natürlich ein tolles Material zum Flechten, verkörben. Also für das sind Kopfweiden geschnitten worden, um eben Flecht- und Bastelmaterial, nennen wir es einmal so, zu gewinnen. Aber nicht nur, also das ist praktisch der Wert für uns Menschen. Tollerweise ergibt sich dann aber auch ein Wert für die Tierwelt und das schauen wir sich dann da vorne an. Da beamen wir uns natürlich hin, da brauchen wir jetzt nicht miteinander hinkaschbauen. Aber mir gefällt dieses Exemplar da an und das sehen wir zwar dort auch eindrucksvoll. Der ist da schon geschnitten worden, diese Weide. Seht ihr das? Also das ist da einmal gehabt gewesen. Aber alles, was da jetzt eigentlich schon wieder richtig stammmäßig ausschaut, also mehr wie arm dick ist, ist irgendwann da einmal so aus Stock aus Schlag rausgewachsen und hat dann doch wieder ein Weidenbäumchen gebildet. Gut, ich beam uns jetzt noch in den Bereich, wo ich den ökologischen Wert herzeigen kann. Wir sehen sie dort. So, schaut, ich habe uns gebeamt und wir sind da jetzt in einem Bereich, wo ein Haufen solche Kopfweiden leben dürfen. Ich weiß, bei uns in Linz, das ist nicht der Naturschutzbund, sondern da gibt es ein Biologie-Botanik-Zentrum, die schneiden auch nach wie vor immer wieder mal Kopfweiden, also da wird dann wieder eine Weide frisch geschnitten, so dass diese Kopfweidenkultur, dass die überhaupt gibt, am Leben gehalten wird, weil es ist natürlich so, Korbflechten ist keine große Industrie mehr bei uns, müsste man so sagen, und auch Zäune werden in der Regel nicht mehr irgendwie aus Weiden geflechtet, also das würde praktisch verkommen, wenn es da nicht als Art Kulturerhaltung Menschen und Institutionen gäbe, die was diese Kopfweiden noch wie zu pflegen und erzeugen. Aber da sehen wir ganz schön, was entsteht, wenn solche Kopfweiden alt werden, nämlich der Hauptstamm, der wird ausgehöhlt, reißt auf,
bricht ab, das schauen wir sich da drüben dann an, und bietet natürlich so einen Mordslebensraum für verschiedenste Tiere. Also angefangen, man sieht natürlich da dann immer wieder mal Spechtlöcher, die was sie da in diesen morschen Bereichen noch Futter suchen. Man sieht aber auch Insektenlöcher, also wo sie dann irgendwelche Insekten eingraben für den Winter, beziehungsweise Eierablage machen können, sie verstecken können. Das kann man sich aber vorstellen, bis zu größere Tiere, angefangen von Mäuse und was auch immer, dass sie gern da drinnen verstecken möchte, kriegt dann Lebensraum geboten. Also das ist praktisch der tolle Mehrwert für das Ökosystem, dass tatsächlich ein Lebensraum und ein Futterraum geschaffen wird für eine Menge verschiedene Tiere. Und der Weide, und man sieht, also das ist doch fantastisch, also man sieht ja, dass die praktisch wirklich morsch ist und dennoch lebt. Was ja natürlich über kurz oder lang passiert, also auch da sieht man das schön, schaut, also das da ist ausgehöhlt, da drinnen kann sie wieder was gut, was Fledermäuse, also gerade das ist für Fledermäuse sicher toll zum Verstecken. Unter die Rinden können wieder irgendwelche Falter, die was sogar aus Falter überwintern, sie verstecken. Auch das ist ganz morsch, also da sieht man wieder Bohrhöhlen. Und dennoch lebt diese Weide. Was aber natürlich passiert, wenn man so morsch wird und immer mehr anbohrt und ausgehöhlt wird, irgendwann ist dann vorbei mit der Stabilität und dann passiert genau, was da passiert ist. Seht ihr, also ich gehe mit euch da dazu, da sehe ich jetzt auf einmal, da liegt eine Weide umeinander, die was vor kurzem noch gelebt hat, weil man sieht, die treibt da gerade diese Knospen aus, also die was dann, wir sagen ja die Weidenkätzchen, die sind ja recht beliebt für Osterschmuck, Gestecke und solche Sachen, das sind die frisch austreibenden Knospen. Und in dem Fall hat wahrscheinlich jetzt die Sturmereignisse, die was es in letzter Zeit gegeben hat, hat diesen Kopfteil abgebrochen und das kommt da jetzt zum Liegen. Ja. Das heißt jetzt aber weder für diese Gesamtheit dieser Kopfweide, also diese Bereich, der was da noch steht, der wird da brav weiterstehen, aber auch für jenen Teil, den was da jetzt runtergelegt hat, bedeutet das nicht zwingend das Ende. Weil die Weiden sind tatsächlich so vital, es kann jetzt sein, dass diese auf dem Boden liegenden Äste und Zweige sie anfangen zum Verwurzeln und dann wieder gerade nach oben neue Triebe austreiben und neue Weidengeneration begründen. Also so wie wir es da jetzt auf dem Stock sehen, kann sein, dass da jetzt am Boden wieder losgeht, am liegenden Holz. Und dann haben wir da auf einmal dann wieder ein Weidendickicht stehen, weil da einfach frische Weiden entstehen. Was natürlich voll interessant ist, wenn man mal Luft holt, Also ja, kennt mich, red viel und vergisst dann aufs Luft holen. Was natürlich voll interessant ist, auch wenn das dann irgendwann erscheint, dass da auch eine Weide steht, ist das genetisch dann nur über diese eine Weide. Also diese Weide kann praktisch, möglicherweise könnte man sagen, wenn nicht das Gebiet irgendwie zur Wüste wird oder von uns Menschen asphaltiert wird oder zu einem See wird, weil sie einfach die Erde sich so verändert, kann die ewig leben. Zwar nicht diese Grundweide, wo dieser verholzte und vermoderte Stamm ist, aber die Genetik dieser Weide kann praktisch sie auf ewig weiter fortpflanzen oder erhalten, weil sie ja praktisch da einen Ausschlag macht und auf einmal kann da schon wieder eine Weide entstehen, die was wieder hunderte Jahre irgendwie dahin tut. Also ich finde das eine fantastische Sache. Gut, jetzt habe ich praktisch das gemacht, dass ich ein bisschen was über Weiden erzählt habe. Wir sehen Sie beim nächsten Mal.